Hey, hallo, schönen guten Abend. Wie geht es euch? Ja, es geht mir gut. Es geht mir gut, Frau. Und dir? Alles Gut. ganz gut, danke, Frau. Ja, super. Mir geht es auch gut, danke. Okay, gut. Was habt ihr am Wochenende gemacht? Bitte, bitte, Alex. Ich habe von der mir gegangen. 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 Ich bin. Oh ja, ich bin von der mir gegangen. Nachdem Demir ist ein Pantai. Name. Ich bin am Strand oder an der Strand gegangen. Ja, am Strand. Ja, okay, gut. Super. Wie war das Wetter? Alex, wie war das Wetter? Das Wetter ist Sonne. Ah, sonnig. Okay, so sehr gut, ja. Gut, super. Danke, Alex. Und wie ist bei euch? Ich habe Besuch so Krankenhaus meiner Schwester Kranken punggung punggung Oh, Bauchschmerzen. Ich ja, habe Schmerzen. meine Schwester im Krankenhaus besucht, weil sie ihr Bauchschmerzen hat. Okay, gut. Danke, Herr Seifuller. Und wie war bei euch Robin oder Frau Segien oder Irma? Ich bin zu Hause geblieben. Okay, kein Problem. Danke, Robin. Okay, gut, danke. So, was haben wir letzte Woche gelernt? Am Freitag. Superlativ, Komparativ. komparativ, okay. Könnt ihr bitte ein Beispiel von Komparativ und Superlativ sagen? Gib mir bitte ein Beispiel von Superlativ oder Komparativ und Superlativ. Was ist das? Komparatif, Beispiel, Billy Girl, Billiger, ya, superlatif. un superlatif, Beispiel, Billy Stan. Oke, okay. For komparatif, billiger, superlatif, am billigstennya. Ya, genau. Oke, danke, Frau Siajian. Oke, good. So, habt ihr auch Hausaufgaben? Ja. Okay, habt ihr eure Hausaufgaben fertig gemacht? Ja. Ja. Okay. Okay. Robin, kannst du mir sagen, was sind eure Hausaufgaben? Saya baca gitu, Bro. Disampaikan halaman berapa, latihan yang mana gitu. Zaid. Zwei und dreißig, vier B, Vier B und dann Seite drei und dreißig, fünf B, fünf C, fünf D. und B, 5C, 5D. Okay, gut. Danke, Robin. Okay. So, jetzt besprechen wir zusammen. Okay.
Geöffnet Seite 32 aus dem Kurs Übungsbuch. Ja, Übung 4b. Ja. Übung 4b. Lesen Sie das Forum zum Thema E-Books. Ergänzen Sie die Adjektiv im Komparativ. Okay, Komparativ, ja. Okay. Ich lese erst. Hallo, mein Freund hat nächste Woche Geburtstag. Er hat jetzt einen E-Book-Reader und ich schenke ihm vielleicht ein E-Book. Was meint ihr? Ist das eine gute Idee oder soll ich ihm ein normales Buch kaufen? Okay, bitte Nummer 1. Okay, bitte Herr Sefo. Super Idee. Schenk ihm ein E-Book. Auf dem E-Book-Reader kann er viele Bücher haben. Das ist viel praktischer. Okay, gut, praktischer. Danke, Herr Safullah. Und bitte Nummer 2. Wer möchte beantworten? Irma, Frau. Okay, Irma, aber wo bist du? Jaringannya lagi jelek banget, Frau. Oh, Kalau oke. suara dari tadi hilang-hilang terus kedengaran. Oke, Tuh, cancel, sekarang cancel. Frau mukanya jadi kayak nge-lag gitu. Izin ya, Frau. Oke, okay, kein Problem ya. Du kannst deine Kamera aufmachen, ya. Okay, danke. Ja, bitte, Ich Irma. weiß, ich finde ein Buch viel schöner. Ich liebe Papier. Okay, gut. Lanjut. Lanjut Nein, ya, Frau. die andere Person. Danke, Irma. Okay. Ini, Frau. Ja, Moment mal. Nummer 2 schöner, ya. Nummer 3, bitte, Frau Siege. Ein E-Book ist natürlich moderner, aber ich lese Okay, danke. Moderner. Ja, gut. Nummer 4. Aber ich lese gerne Bücher aus Papier. Okay. Alex, vorsichtig. Gern. Komparativ von gern. Nicht gern. Pas, nicht gern, lieber, Lieber, ja. lieber. Ja, richtig. Lieber, ja. Okay. So, Nummer 4. Lieber Bücher aus Papier. Nummer 5, Robin. Und Bücher sind eigentlich nicht teurer als ein Buch. Der Preis ist fast gleich. Okay, gut, danke. Robin, bitte sprich nach eigentlich. Eigentlich. Okay, eigentlich. Eigentlich. Okay, gut, danke. Okay, Nummer 6, bitte wieder Herr Seifuhr. Ja, na ja, das stimmt schon nicht. Das Gerät ist natürlich teuer, aber eine E-Book ist meistens billiger als ein Buch. Okay, danke, gut. Nummer 6 billiger, ja. Nummer 7, bitte Irma. Und man bekommt sie viel schneller. Man kann sie sofort herunterladen. Okay, gut, super. Danke, Irma. Nummer 8, Frau Siegen, bitte. E-Book sind viel besser als Bücherwarum, weil sie keinen Platz brauchen. Kauf ihm ein E-Book. Okay, gut. Super, danke. Nummer 8, die Antwort ist besser. Gut, so bitte öffnet Seite 33 noch aus dem Übungsbuch. Okay, Ich Übung. habe eine Frage. Okay. Gimana caranya kita tahu kapan dia pakai titik dua di atas itu ya? Yang di atas itu kan ada, tapi saya nggak tahu. Mungkin aja alter itu A-nya yang pakai atau E-nya yang pakai. Gimana caranya tahu itu? Nah, kan umlaut itu kan cuman ada A, O, sama U. Oh, Oh. misalnya kalau dua, misalnya ada A sama ada U. Ada kata yang kayak gitu nggak ada ya? Mungkin
untuk di bab ini kita belum ketemu, tapi nanti kalaupun ada, biasanya yang paling depan dulu, Robin, biasanya. Yang paling depan. Oke. Atau nanti Dan mungkin, ke Frau. ya kita nanti coba kalau ketemu bisa dibahas lagi ya, Bin. Oke. Okay, good. Okay, so jetzt machen wir weiter, ja? Bitte öffnet Seite 33, noch aus dem Übungsbuch, Übungsfeld, Entschuldigung, Übungs 5b, ja? 5b. Okay, Moment mal. Herr Saifullah, Moment ya. Saya kasih contoh dulu, saya baca perintah soalnya dan contohnya. 5b, was mögen Sie, was ist wichtig für Sie? Schreiben Sie 5 Sätze mit als, verwenden Sie den Komparativ von gern, oft und selten. Nummer 1. Es gibt zwei Schlüsselwörter, online oder im Kaufhaus kaufen. Nicht oder, sondern online und im Kaufhaus kaufen. Der Satz ist, ich kaufe lieber im Kaufhaus als online. Okay, Nummer zwei. Bücher, Zeitschriften lesen. Herr Seifullah, bitte. Ich lese oft Bücher als Zeitschriften. Okay, gut. Moment. Öfter oder öfter? O-nya pakai Umlaut oder ohne Umlaut? Umlaut. Ja, yeah, genau. So, Nummer zwei. Ich lese öfter Bücher als das Schriften. Öfter mit Umlaut, ja. O mit Umlaut. Okay, gut. Danke, Herr Saifullah. Nummer drei. Hören wir zu beantworten. Okay, Frau Siagian, bitte. Unterwegs und zu Hause telefonieren. Bitte. Ya, Frau. Ich lese. Nummer drei, Ibu. Entschuldigung. Nomor 3. Ich telefoniere zu Hause. Mit Komparativ. Ich telefoniere zu Hause. Nah, unterwegs. Nee. Komparatif. Lieber. Genau, lieber. Mit lieber. Milih yang tiga, Bu. Oh, lieber. Ja. Verwenden Sie den Komparativ von gern, oft und selten? Ich telefoniere. Ich telefoniere lieber unterwegs zu Hause. Ada satu kata yang belum dimasukkan? Alas, alas. Ya, als, genau. Nah, unterwegs. Nenen, Oh, als. als. So, ich telefoniere lieber unterwegs als zu Hause. Ya, Bu. Kalau Ibu jawabannya begitu. Iya. Okay, das ist richtig. Aber wenn jemand hat, wenn jemand andere Antwort hat, wie zum Beispiel, ich telefoniere lieber zu Hause als unterwegs, das ist auch richtig. Jadi kalaupun jawabannya lieber zu Hause als unterwegs, das ist auch richtig, ya. Okay, gut. Danke. Nummer vier, wer möchte beantworten? Ich sehe lieber einen Film im Kino als zu Hause. Okay, das geht. Ich sehe lieber einen Film im Kino Im Kino als zu Hause. als. Okay, gut, danke. Danke, Alex. Okay, gut. Nummer 5, bitte. Ich schicke lieber Nachrichten als Fotos. Okay, ich schicke lieber Nachrichten als Fotos. Okay, gut, danke, Robin. Okay, super. So, jetzt machen wir weiter. Übung 5c. Vergleiche mit als oder wie. Ergänzen Sie. Nummer 1, Irma, bitte. Nummer 1, Laptop A ist genauso teuer wie Laptop B. Okay, wie, ja. Die Antwort ist wie. Gut. Danke, Irma. Nummer 2, bitte. Herr Seifullah. Laptop B ist nicht so schwer wie Laptop A.
Die Laptop Nummer 2. Auf wie die Antwort. Laptop B ist nicht so schwer wie Laptop A. Gut, danke. Nummer 3, Frau Siegian, bitte. Ja, Frau. Laptop B ist leichter als Laptop A. Okay, gut, danke. Okay, dann machen wir weiter. Übung 5D, telefonieren oder Nachrichten schreiben. Ergänzen Sie als oder wie. Okay. Oke, untuk yang ini nomor 1, 2 Robin, nomor 3, 4 Alex ya. Bitte, nomor 1 und 2 Robin. Telefonieren mag ich viel lieber als Nachrichten schreiben. Schreiben geht nicht so schnell wie ein Anruf. Oke, gut. Nomor 1 die Antwort als, nomor 2 die Antwort wie. Gut, Alex bitte, nomor 3 und 4. Ich finde Sprachnachrichten super. Man kann auch als Peter reagieren. Das ist also nicht so stressig wie telefonieren. Und es ist lustiger als ein Telefonat, weil man Videos oder Fotos schicken kann. Okay, gut. Nummer 3, die Antwort ist B. Und Nummer 4, die Antwort ist A. Okay, gut. So, machen wir weiter. Ada pertanyaan. Oke. Okay. Was is that? Sprachnachrichten itu apa ya? Sprachnachrichten itu mungkin kita biasa menyebut itu voice note. Voice note. Oh, ya. Yeah. Okay, voice note. Alles klar, Herr Saifullah? Sekarang saya ada masukan buat Robin yeah. Untuk yang alt, gross sama kurs jadi umlaut ya itu ya yang ditanya itu ya kenapa yang jadi umlaut tadi pertanyaannya saya perhatiin arahnya oh, yeah. Kalau dia satu kalimat dalam satu apa ya satu kata gitu kan kayak gross itu berubah jadi umlaut. Saya perhatiin semuanya begitu. Oh. Dimasukkan aja. Kalau lebih dari satu suku kata, dia masih menggunakan bukan umlaut. Kayak yang apa tadi, yang lustig. Ya lustig ya. U-nya nggak jadi umlaut. Itu aja sih. Makasih. Oh, oke. Okay. Dan ke Herr Saifullah. Oke, dan ke Herr Saifullah. Oke, jadi di sini kita bisa kayak tutor sebaya gitu ya. Tidak harus sumber itu selalu dari saya gitu. Kalau teman-teman misalnya menemukan sesuatu hal yang baru, bisa jadi, dibagi, silakan dibagi ya. Oke, saya berterima kasih. Hari nanti dia. Oke, good. So, jetzt machen wir weiter. Bitte öffnen Seite 34 noch aus dem Übungsbuch. Oke, Seite 34. Okay, habt ihr schon diese Seite gefunden? Ja, 34 aus dem Übungsbuch. Okay, schon gefunden? Ja, Frau. Okay, gut. Übung 6a mit dem Thema, das mache ich am liebsten. 6a, lesen Sie die Sätze und ergänzen Sie die Wörter. Okay, da gibt es 7 Nummern. Okay, von dieser Übung, wie lange braucht ihr Zeit? 5 Minuten? 5 Minuten. Ja, okay, bitte, ja. Halo. Ya, Alex. Bro, kenapa tadi jaringannya? Jaringannya Alex paling. Kita aman-aman oh, iya, aja, Kak. Bro. Iya, kita standby di sini baik-baik saja. Oh, iya jaringanku, Bro. Tadi aku keluar baru masuk kembali. Iya, oke. Aku pikir jaringannya Bro.
Tidak, kami baik-baik saja di sini. Oke, okay, Alex, silakan dibuka halaman 34, masih di Ubungsbu. Ya. Latihan 6A. Nah, itu Ya. 6A. Teman-teman minta waktu 5 menit. Silakan dikerjakan dulu ya. Oh ya, Frau. Oke.
Konverti. A aja ya, Zek A, Nur Zek A. Ya, Nur Zeksa. Invention Fertig Frauen. Oke. Hat ihr alle, seid ihr alle schon fertig? Fertig, Frau. Oke, gut. So, jetzt besprechen wir zusammen. Oke. Lesen Sie die Sätze und ergänzen Sie die Wörter. Nummer 1. Mein Informatikstudium gefällt mir, weil wir oft Projekte machen. Okay, Herr Seifullah, bitte sprechen Sie nach Projekte. Projekte. Projekte, richtig. Danke. Gut, ja, danke, bitte. Okay, gut, Nummer 2, Nummer 1 Projekte, Nummer 2. Das Nummer ist 2. Amen. Oh, Shabani. Okay, Robin. Und dann Ja, Nummer drei Robin. Irma ja. Okay, Das danke. ist spannender als die Vorlesungen oder Seminare. Okay, gut. Danke, aber Moment mal, Robin, bitte sprich nach spannender. Spannender. Okay, spannender. Okay. Und Spannender. Seminare. Seminare. Okay, gut. Danke. Nummer drei, bitte Irma. Nummer drei. So kann man zusammen mit anderen Ideen für Apps entwickeln. Das finde ich super. Okay, gut. Danke. Nummer drei, die Antwort ist entwickeln. Nummer vier, Alex. Well, naturally, certain will need support. Di Vorbereitung ist wichtig dan klub es dana auch gut. Okay, gut. Danke. Nummer vier, die Antwort ist Vorbereitung. Nummer fünf, bitte Frau Siegian. Ja, Frau. Am liebsten programmiere ich Spiele für Smartphone. Das habe ich an der Uni gelernt. Die Antwort programmieren. Okay, programmieren, ja. Programmieren. Okay, programmieren. Good. Danke, Frau Syekian. Okay, Nummer 6, bitte. Wieder Herr Saifullah. Später möchte ich gern eine Firma gründen und so mein Geld verdienen. Okay, gut, danke. Nummer 6, die Antwort ist gründen. Nummer 7. Robin? Meine Spiele sind nicht perfekt, aber die Leute spielen sie hoffentlich gern. Okay, gut. Nummer 7, die Antwort ist perfekt. Super. Okay, jetzt Übung 6b. Okay. Eine Frage. Ja, okay. Entschuldigung, bitte. Was ist bedeutet für Spanender und auch entwickeln? Okay. Spannender und entwickeln. Hat jemand Idee, was bedeutet das? Spannender ist menarik. Entwickeln, mengembangkan. Okay. Di sini die Antworten, ya Ibu. Oh, oke, okay, dan Oke. mengembangkan ya. Tidak, Kak Irma. Oke, okay, good. And Winkle apa? Mengembangkan. Oke, okay, itu aja bro yang aku nggak tahu tadi. Spanender dengan and Winkle. Ya, yeah, and Vicard. Okay. Ya, können wir weitermachen? Oder habt ihr noch Frage? Oh, Frau, ini N Winkeln ini apa, Frau? Dia nomen atau verben ya? Ya, kira-kira dia nomen atau verben? Verben. Oh, verben ya. Oke. Tidak, Kak Irma. Oke, das ist ein Verb ya, Alex. Karena di am Ende des Satz.
Ya, ada di akhir Oh iya. kalimat. Kalimat dia betul, ada kan. Okay, good. So, jetzt machen wir weiter. Okay. Übung 6b. Wählen Sie. Da gibt es zwei Arbeitsanweisungen, A und B. Jadi di latihan 6b ini ada dua perintah soal. Yang A, ordnen Sie die Komparativ unten zu und ergänzen Sie den Superlativ. Oder B, ergänzen Sie Komparativ und Superlativ. Jadi yang pertama itu silahkan di apa ya istilahnya dijodohkan komparatif yang ada di bawah yang tertulis terbalik itu yang ditulis dicetak terbalik itu dengan kosakata adjektif dasar yang ada di sana baru teman-teman melengkapi superlatifnya atau yang B teman-teman mengabaikan tulisan yang ditulis terbalik itu dan langsung saja fokus mengerjakan komparatif dan superlatifnya tanpa melihat jawaban yang terbalik itu. Mau pakai perintah soal yang A atau B? Yang A, Seva. Oh, yang A. Oke. Bagaimana yang lainnya? Setuju dengan Robin? Oke, kita pakai yang A ya. Jadi Iya, silakan yang A. dipakai bantuan yang di bawah itu. So, ich gebe euch auch ungefähr 5 Minuten für diese Übung zu machen. Oke. Sag mir, Okay. wenn jemand schon fertig ist, ja? Ja, okay, danke. Frau, Ya, yeah, Alex. Frau bentuk bentuk komparatifnya aja kan, superlatifnya enggak. Ya, dua-duanya dong. Jadi habis lihat Komparatif. komparatif dari yang tulisan terbalik itu, Iya. terus dijadikan superlatif. Superlatif. Oh, oke.
Ich bin fertig, Frau. Okay, gut. Danke, Robin. Seid ihr auch schon alle fertig? Ja. Okay, gut. Frau Seguin, sind Sie auch schon fertig? Frau Seguin? Okay. Okay, kein Problem. Okay, so, wir besprechen zusammen. Okay, bitte Nummer 1. Bitte sagt die Komparativ und die Superlativ, ja? Das Komparativ und das Superlativ. Okay, bitte. Wer möchte anfangen? Nummer 1. Irma, Frau. Bitte, Irma. Ya, bentar, Frau. Nge-lag lagi. Izin off-cam ya, Frau. Ya, oke. Okay. Yeah. Nomor 1, Billy. Billy Ger. Billigsten. Oke, okay, good. Billy, Billy Ger, Billigsten. Nomor 2. Oke, Herr Saifullah. Good. Oh. Oke, momen, Mar. Herr Saifullah. Masih di mute? Masih di mute? Yeah. Oke, okay, sudah. Good, besser, ambestan. Oke, okay, good. Dan ke nomor 2, good, besser, ambestan. Nomor 3, Alex? Lang, langer, am langesten. Oke. Okay. Nomor 3, lang, länger, am längsten. Danke, Alex. Nomor 4, bitte. Nomor 4, feel, mea, amaisten. Danke, Frau Sejian. Nomor 4, feel, mea, amaisten. Good. Nomor 5, Robin. Wih dik, wih tiger, am wih stigen. Oke. Am wih tiksten. Richtig. Oke, nomor 5, wichtig, wichtiger, am wichtigsten. Good. Nomor 6. Firma lagi ya, so. Mm-hmm. Nomor saya gross, grosser, am grossten. Nomor 6, gross, grosser, am grossten. Good. Nomor 7, Herr Seifullah. Lang, langsam, langsamer, am langsamten. Okay. Nomor 7, langsam, langsamer, am langsamsten. Langsamsten. Ya, langsamsten. Okay, good. Ya, oke. Dan ke Herr Saifullah und Frau Sekian, ya. Oke, nomor A, bitte. Toyer, toyerer, am toyersten. Oke. Nomor A, toyer, toyer, und am toyersten. Oke, good. Dan ke Alex. Nomor 9, bitte Frau Sekian. Nomor 9, gen, liber, am liebsten. Oke, okay, good. Danke, nomor 9, gern, lieber, am liebsten. Good, Robin? Dunkel, dunkler, am dunkelsten. Oke, okay, good. Nomor 10, dunkel, dunkler, am dunkelsten. Good, super. Oke. Okay. Okay. Übung 6c. Schreiben Sie zu jedem Bild einen Satz mit Superlativ, ja? Mit Superlativ. Vorsichtig. Okay. Möchtet ihr diese Übung direkt beantworten oder braucht ihr Zeit? Yang mana ini, Frau? C. 6c, ya. Okay. Möchtet ihr direkt beantworten oder braucht ihr Zeit? Direkt, Frau. Oke, okay, direkt. Oke, okay, direkt ya. Oke, okay, bitte Frau Segiat, nomor 1. Nomor 1, der Mann war am schnellsten. Richtig. Nomor 1, der Mann war am schnellsten. Nomor 2. Irma ya, Frau. Oke, okay, Irma. Und dann nomor 3, Herr Seifullah. Nomor 2, das bitte Handy, Irma. Das Handy war am teuersten.
Feuerstein. Okay. Danke, Irma. Nummer zwei, das Handy war am teuersten. Okay, gut. Nummer drei, bitte, Herr Sefula. Die Hausaufgabe war am schwierigsten. Schwierigsten, ja, schwierigsten. Schwierigsten. Gut, danke. Nummer drei, die Hausaufgabe war am schwierigsten. Schwierigsten. Gut. Nummer vier. Bitte. Das apa ini ya, Bro? Laptop Tablet. ya ini. Tablet. Oh ya, yeah. Das tablet war am leichtesten. Oder das Tablet ist am leichtesten. Ist am Ja. leichtesten. Okay, gut. Danke, Alex. Super. Alles klar für euch? Klar. Okay, gut. Okay. Dann machen wir weiter. Bitte öffnet Seite 32 aus dem Kursbuch. Kursbuch. Zwei und drei. Was Seite? Drei. 32. Dua. 33. 32. 32. Oke. Ya, Frau. Oke. Isinya. Oke. Hubung AA. Über mit dem Thema meine Meinung ist. Hubung 8a, hören Sie das Gespräch? Wo sind die Personen? Was ist das Problem? Hören Sie das Gespräch? Wo sind die Personen? Was ist das Problem? Okay. Moment mal. Ich bereite dein Audio vor. Ini ngapain, Frau, dibaca dulu? Nein, ich bereite den Audio vor. Moment mal. Okay. Jel, ini kenapa nggak bisa gini, Jel? Udah masih ini. Tapi kalau dikecilin, dengerin, lihat, Mam. Bisa. So, hier ist einmal das Schnitzel mit Pommes und Salat. Ja, das ist für mich. Danke. Und die Spaghetti mit Lachs für Sie. Vielen Dank. Das sieht ja lecker aus. Guten Appetit.
Ja, ich habe echt Hunger. Guten Appetit. Ach, Moment. Warte mal kurz. Noch nicht essen. Ich mache noch ein Foto von deinem Schnitzel. Ach, jetzt leg doch das Handy weg. Ich habe Hunger und will jetzt essen. Nur ganz kurz. Das sieht so lecker aus. So, können wir jetzt essen? Ja, fang ruhig an. Ich poste das nur noch schnell. Oh Mann, Konsti, das nervt echt. Willst du hier mit mir essen oder deinen Freunden Fotos schicken? Glaubst du wirklich, dass die das interessant finden? Ach, jetzt sei doch nicht so. Ich bin doch schon fertig. Also, guten Appetit. Guten. Okay, war es genug oder braucht ihr noch einmal? Nur einmal bitte. Okay. Einmal. Hier ist einmal das Schnitzel mit Pommes und Salat. Ja, das ist für mich. Danke. Und die Spaghetti mit Lachs für Sie. Vielen Dank. Das sieht ja lecker aus. Guten Appetit. Ja, ich habe echt Hunger. Guten Appetit. Ach, Moment. Warte mal kurz. Noch nicht essen. Ich mache noch ein Foto von deinem Schnitzel. Ach, jetzt leg doch das Handy weg. Ich habe Hunger und will jetzt essen. Nur ganz kurz. Das sieht so lecker aus. So, können wir jetzt essen? Ja, fang ruhig an. Ich poste das nur noch schnell. Oh Mann, Konsti, das nervt echt. Willst du hier mit mir essen oder deinen Freunden Fotos schicken? Glaubst du wirklich, dass die das interessant finden? Ach, jetzt sei doch nicht so. Ich bin doch schon fertig. Also, guten Appetit. Guten. Okay, gut. So, hat jemand die Antworten gefunden? Wo sind die Personen? Im Restaurant. Im Restaurant. Die Personen sind in einem Restaurant und dann, was ist das Problem? In die Back. Wie bitte, Alex? In die Back. Handy. Ah, Handy, ja, okay. Oder hat jemand andere Idee? Ja, Frau. Okay. Sie haben Hunger. Sie hat Hunger und auch, dass man eine Kamera schicken. Eine Foto, um besser. Es ist zusammen. Okay, ich verstehe, was Sie sagen möchten, ja? Okay, oder in anderen Satzformulierung, ya? Dalam susunan kalimat yang lain, mungkin jawabannya, masalahnya adalah, der Mann möchte das Essen fotografieren und sein Foto posten. Die Frau findet das nicht gut. Der Mann möchte das Essen fotografieren und sein Foto posten. Die Frau findet das nicht gut. Okay. Gut, danke, Frau Siegert und Alex. Okay, jetzt machen wir weiter. Übung 8b. 8b. Lesen Sie die Kommentare. Wer findet das Posten von Fotos gut? Wer nicht? Okay, da gibt es 4 Personen. Diese Texte hat eine Überschrift. Immer und überall. Selalu dan keseluruhan. Ja. Okay. Möchtet ihr diese Texte ruhig lesen oder laut lesen? Bedeutet jemand diese Texte vorlesen? Mau dibaca dalam bahasa atau dibaca keras atau dibacakan? Loud lesson. Okay, wer möchte anfangen? Lenny. Okay. Ja. Okay. Frau Siegian. Der Text von Carla Riemer, bitte.
Okay. Carla Rimmel. Also, ich finde mein Handy sehr praktisch. Aber ich finde es zum Beispiel echt blöd, dass manche Leute jede Aktivität mitteilen. Was soll das? Es interessiert mich nicht, dass eine Freundin ein Käsebrot in den Bergen isst. Oder doch, es interessiert mich natürlich schon. Aber ich möchte, dass sie mich anruft und mir alles erzählt. Es nervt, dass die Leute Fotos immer an alle schicken. Sie wollen doch nur zeigen, dass sie super aktiv sind. Oke, okay, danke Frau Syahian. Oke. Okay. Ada Saifullah, der Text von Konstantin Bücherer. Bitte. Masih di mute, Bapak? Konstantin Bücherer, ich finde er sehr gut. Dengan email kontak Dasman email Dasman email kontak mit Freunden hat gestern war ich man bispiel auf einen Konzert. Das war super. Meinen Freunden hat gefallen, dass ich gleich Fotos von Konzert gepostet habe. Ich habe ganz viele Like bekommen. Ich mache es, dass ich alles sofort mit meinen Freunden teilen kann. Okay, danke Herr Saifullah. Okay, Herr Saifullah, bitte sprechen Sie nach Konzert. 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 Ja, Konzert. Konzert. Und dann gepostet. 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 Ja. Gepostet. Konzert. Konzert. Konzert, konzert, poster. Oke, danke Herr Sefulo. Oke. Was noch? Wer möchte den Text vorlesen? Nadika Horvat. Oke, bitte Irma. Irma Yersal. Ja, bitte. Nadika Horvat, ich finde es toll, dass man Freunde und Bekannte so schnell und einfach informieren kann. Aber ich finde, dass das Handy nicht immer an sein muss und man zum Beispiel nicht jede Party posten muss. Das ist oft peinlich. Ein Kollege von mir hat zum Beispiel im Büro angerufen und gesagt, dass er krank ist. Am Abend hat er dann ein Foto gepostet. Er mit Freunden auf einer Party. Er hat vergessen, dass seine Kollegen und seine Chefin das Foto sehen können. Jetzt sucht er einen neuen Job. Dumm, oder? Okay, danke, Irma. Okay, der Text von Ferdinand weisen Sie. Wer möchte diesen Text vorlesen? Nadia Horvat findet es toll. Irma, Entschuldigung, Irma. Okay, saya nanti tanyakannya nanti ya, isi teksnya. Kita masih baca gantian dulu ya. Okay, danke, Irma. Okay, wer möchte der Text von Ferdinand weisen Sie vorlesen? Alex oder Robin? Bapak Robi, Oke, terserah. Oke, Robin bitte. Ya, Alhamdulillah. Ferdinand Wiesense. Also, ich sehe das alles sehr kritisch. Ich finde es ja okay, dass man Fotos und Videos posten kann. Und es ist auch schön, dass die Oma jeden Tag ein Foto von ihrem Enkel sehen kann.
Aber ich finde es gar nicht gut, dass viele Leute Fotos von ihren Kindern posten. Die Kinder können nicht sagen, dass sie das nicht wollen. Ich denke, dass die Leute davor vorsichtiger sein sollen. Ich möchte doch auch nicht, dass jemand zum Beispiel ein Foto von mir beim Schlafen hochlädt. Oh, let. Oh, let. Okay, gut. Danke, Robin. Okay, gut. So, wer findet das Posten von Fotos gut? Wer nicht? Bitte? Wie findet Carla von dem Foto? Sehr praktisch. Vorteil sehr praktisch und aktif und Nachteile Aktivität mit Thailand. Okay, die Entschuldigung, Frau Sichin. Die Antwort ist, Entschuldigung, die Frage ist, wer findet das Posten von Fotos gut, wer nicht? So, wer hat gesagt, das ist gut und das ist nicht gut? Oh, das Foto ist gut, ist sehr praktisch, Frau. Hier Aber gibt. allgemein. Carla findet das Posten von Fotos nicht gut, oder? Ja, Allgemein. aber noch nicht gut. Es zum Beispiel echt blöd, dass manche Leute jede Aktivität mitteilen. Iya, Ibu. Jadi, yang praktis itu HP-nya, bukan posting fotonya. Benar seperti itu? Jadi, di sini kan yang dipertanyakan bagaimana pendapat mereka, siapa yang berpendapat bahwa memposting banyak foto itu baik, siapa yang berpendapat tidak baik, begitu. Nah, secara umum, Carla menyampaikan tidak baik. Entah dia menggunakan kata eh, blöd, atau tadi dia bilang apa, es nerf, nah itu. Nanti kan dia menyatakan ketidaksetujuan atau tidak bagus buat menurut Carla, begitu. Panas sekali itu. Ya, Frau Eh Blut. Ya. Eh Blut. Eh, blöd itu bisa berarti sangat menyebalkan juga bisa. Ya, das ist nicht interessiert, Frau. Ya. For 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 ear. Ya, jadi dia yang kurang suka. Jadi sederhananya kita menyampaikan Carla findet das Posten von Fotos nicht gut. Oke, okay, danke Frau Siegian. Oke, okay, wie ist über Konstantin Büchner? Konstantin? Herr Seifola, vielleicht? Konstantin. Was findet Konstantin? Vielleicht. Ist es gut oder nicht gut? Konstantin, es gut. Oke, okay, Konstantin findet es gut. Ya, Wieder, wieder Konstantin holen Sie? findet es gut. Konstantin findet es gut. Oke, okay, danke, Herr Sefulo. Oke, okay. Irma, bitte. Nadika Horvat Mm-hmm. findet es Mm-hmm. toll. Aber nicht immer. Oke, okay. Danke. Nadika findet es toll oder es gut, aber nicht immer. Oke, okay, danke. Oke, okay. Ferdinand Weisensee, Robin. Ferdinand Weissensee findet es ja okay, dass man Fotos und Video posten kann, weil die Oma jeden Tag ein Foto von ihrem Enkel sehen kann. Aber finde es gar nicht gut, dass viele Leute Fotos von ihren Kindern posten. Okay, danke. Okay, Ferdinand findet es okay, aber nicht immer, ja, nicht bei Kinderfotos. Okay, gut, danke. Okay, super. Okay, jetzt machen wir weiter. Okay.
Übungs 8c. Fotos posten. Arbeiten Sie zu zweit. Notieren Sie die Vorteile und Nachteile aus den Kommentaren in 8b. Nah, ini tadi yang coba dijawab oleh Frau Siagian ya. Vorteile und Nachteile. Kita bahasnya di sini, di latihan ke-8. So, was bedeutet Vorteil? Kelebihan. Kelebihannya. Kelebihan und Nachteil? Kekurangan. Kekurangan. Oke, okay, good. Silahkan coba ditemukan kekurangan, kelebihan dan kekurangan terkait dengan Fotos posten. Ich gebe euch 5 Minuten, ya. Für diese Übung. Okay, bitte. Okay, sebelum teman-teman membaca lagi, di situ ada tips ya, lange Texte lesen gitu ya, di samping tabel Vorteil und Nachteil. Lange Text lesen, lesen Sie lange Texte mehrmals, lesen Sie den Text zuerst schnell, was ist das Thema, worum geht es, lesen Sie ihn dann noch einmal langsam und genau, achten Sie auf Details. Jadi di sini ada tips untuk membaca teks yang panjang seperti teks di 8B itu. Tipsnya yang pertama, teman-teman membaca teks panjang tersebut lebih dari satu kali atau beberapa kali. Dengan cara yang pertama, bisa dibaca cepat untuk mengetahui apa temanya, isinya terkait apa. Kemudian dibaca sekali lagi, pelan dan genau itu maksudnya perlahan gitu ya. Pelan-pelan dan sangat perlahan untuk memperhatikan setiap detail dari isi teksnya untuk menemukan Vorteil dan Nachteil seperti ini. Akan dilanjutkan.
Ich bin fertig, Frau. Okay, gut. So besprechen wir zusammen, ja? Okay, bitte sag mir, was ist die Vorteil oder wie, was sind die Vorteile? Dari saya, bitte, kein Problem. Share praktis, informiere Freunde und Bekannte. Freunde und Kontakt. Okay. Man kann Freunde und Bekannte schnell und einfach informieren. Man hat immer Kontakt mit Freunden. Was noch? Itu aja. Okay. Danke. Ja, Herr Saifullah, bitte. Freunde und Bekannte soll schnell und einfach informieren. Ja, ich habe schon das gesagt. Was noch? Ini sudah saya sampaikan, ada lagi di Vorteil. Di Vorteil. Ini. Selain. Konstantin. Itu, asistas. Alle sofort mir. Mir. Einen Freunden teilen. Man kann alles sofort mit Freunden teilen. Was noch? Okay, vielleicht von Ferdinand. Oma jeden Tag ein Foto von ihrem Enkel sehen kann. Okay, gut. Die Oma kann jeden Tag ein Foto von ihrem Enkel sehen. Okay, danke Irma und Herr Seifullah und dann Robin. Okay, die Nachteile. Vielleicht Frosjen und Alex, bitte. Ich blot. Jede Aktivität mit Thailand. Das nur zeigen, dass das Handy nicht immer an sein muss. Okay.
Danke. Beispiel, nie jede Party posten muss. Okay, es nervt, dass die Leute Fotos an alle schicken. Alles posten ist oft peinlich. Ja, maksudnya Alex seperti itu. Okay, danke Alex. Frau Siagian, möchten Sie etwas ergänzen für die Nachteile? Die Nachteile auch, sie wollen doch nur nicht zeigen, und das super aktiv, ja, super aktiv, nicht? Glauben. Okay, die Nachteile. Dass sie mich anruft und mir alles erzählt. Nee. Okay. Es nervt, dass die Leute Foto immer alles schicken. Ja, ich habe schon das gesagt. Okay, ich wiederhole, ja. Die Nachteile von Alex bevor. Es nervt, dass die Leute Fotos an alle schicken. Alles posten ist oft peinlich. Was noch? Doch nur zeigen. Wie vielleicht von Ferdinand. Okay. Leute schicken Fotos von Kindern und Freunden ohne ihre Erlaubnis. Das passiert manchmal, ya. Teman kita atau saudara kita atau orang yang kita kenal mengupload foto anak kecil atau mungkin kita yang tanpa seizin orang yang punya, tanpa seizin anaknya atau mungkin tanpa seizin kita, kalau mungkin yang dipost foto kita, nah itu maksudnya seperti itu. Itu salah satu kekurangan dari foto posting. Oke, alles klar? Artinya gimana, Frau, untuk ininya, Deutsch-nya? Ya, ich habe schon gesagt, Leute schicken Fotos von Kindern und Freunden ohne ihre Erlaubnis. Leute schicken Fotos von Kindern und Freunden ohne ihre Erlaubnis. Orang-orang? Erlaubnis itu berarti izin ya, Frau, ya? Ya, genau, Berarti ya tadi permission. ya, Frau. Erlaubnis bedeutet permission, Englisch. Okay, bitte. Okay, jetzt machen wir weiter. Bitte öffnet Seite 33 noch aus dem Kursbuch. Okay, Übung 1, 9. Entschuldigung, Übung 9a. Lesen Sie die Kommentare in 8b noch einmal und markieren Sie die Nebensätze mit das. Wo stehen die Verben? Oke, silakan dilihat lagi ya teks lab yang di bagian 8B. Lalu silakan ditandai Nebensätze mit das ya. Anak kalimat yang menggunakan das. Di manakah kata kerjanya? Wo stehen die Verben? Okay. Stopnya di akhir ya, Frau. Richtig. Oke, kita mulai dari teksnya Carla Riemer ya. Dari teksnya Carla Riemer. Wer möchte die Sätze mit das vorlesen? Ja, Frau. Okay, das Ganze heute jede Aktivität mitteilen. Okay. Okay. Okay, Moment, Herr Seifullah. Okay, Frau Siegen, bitte. Eins, das manche. Das manche Leute jede Aktivität mitteilen. Okay, und das eine Freundin ein Käsebrot in den Bergen ist. Okay, drei. Und
Das the drei, das sie mich anruft und mir alles erzählt. Okay, erzählt, erzählt. Mhm. Ja. Dass die Leute Foto immer an alle schicken. Okay, dass die Leute Fotos immer an alle schicken. Okay, gut. Wo stehen und, die Farben? Und von, dass sie super aktiv sind. Mhm. Und fünf, dass sie super aktiv sind. Danke fürs Erklären. Okay, wo stehen die Farben? Die Farben ist die Farben steht oder stehen am Ende des mitteilen, mitteilen. Am Ende. Das Verben ist mitteilen. Und am Ende. Okay, Frau Sekian, meine Frage bedeutet, di mana letak kata kerjanya? Awal, tengah, akhir. In endless, endless brow. Di belakang. Okay, am Ende, ya. So, wo stehen die Farben? Die Farben stehen am Ende. Okay, danke, Frau Sekian und Irma. Okay, gut. Dann gehen wir zu Übung 9b. Ergänzen Sie die das Sätze. Lengkapilah kalimat-kalimat dengan das di bawah ini. Okay, Nebensatz mit das. Hauptsatz. Und gibt es auch Nebensatz da? Und es gibt auch Nebensatz. Entschuldigung. Ich finde es sehr gut, dass man immer Kontakt mit Freunden hat. Okay, ich finde es sehr gut, dass man immer Kontakt mit Freunden hat. Okay, gut. Meinen Freunden hat gefallen. Bitte. Dass ich gleich Foto vom Konzert gepostet habe. Okay, meinen Freunden hat gefallen, dass ich gleich Fotos vom Konzert gepostet habe. Okay, Irma, ich mag es. Ich mache es, dass ich alles mit meinen Freunden teilen kann. Okay, ich mag es, dass ich alles mit meinen Freunden teilen kann. Okay, Robin, ich möchte. Masih di mute? Ich möchte, dass sie mich anruft. Anrufen. Okay. Ich möchte, dass sie mich anrufen. Okay, good. So, dari penjelasan di sini, sudah jelas ya teman-teman, kalau menggunakan kata hubung, das, kata kerja ada di akhir kalimat ya. Jangan sampai terbalik. Oke, kita langsung coba aplikasikan ke latihan yang 9C. Wer sagt das in 8B? Schreiben Sie das Sätze. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Oke, jadi di sini ada 5 kalimat utama. Nein, ada 5 kalimat yang bisa dijadikan anak kalimat. Ya, untuk kalimat induknya, teman-teman bisa menggunakan nama dari orang-orang yang ada di teks 8B. Contohnya yang nomor 1, di situ tersedia anak kalimatnya, Handis sind praktisch. Lalu contoh kalimatnya, Carla Riemer sagt, dass Handis praktisch sind. Di atasnya kalimat nomor 1 sampai nomor 5, itu ada beberapa kosakata yang bisa dipakai untuk menyusun kalimat dengan das. Apakah untuk perintah soalnya bisa dipahami? No, I'm not with that. Oke, jadi untuk latihan 9C itu, teman-teman bisa menggunakan nama-nama tokoh dari teks yang ada di 8B, karena memang itu diambil dari pernyataannya mereka. Bagaimana mengerjakannya? Nah, teman-teman silakan mengkombinasikan nama yang ada di 8B dengan kosakata yang ada di atas angka 1, 2, 3, 4, 5 dengan anak kalimat yang disediakan di nomor 1 sampai 5. Oke. Okay. Sudah kelar?
Ya. Gut. So, eine eine Frage, Frau. Okay. Entschuldigung. Kalau untuk penegasannya, maaf, Frau, untuk bahasa Indonesia. Kalau untuk penegasan dari das sendiri itu dimaksudkan apa ya? Saya masih Bahwa kurang ya. artinya bahwa Oh, bahwa. iya yeah. Bisa Jadi kalau berarti untuk bahwa contoh dari Hauptsatznya sendiri, kalau dia pakai Hauptsatz misalnya di tadi if in the sehr gut, jadi artinya nyatakan bahwa laki-laki itu tidak ada kontak dengan temannya gitu. ini untuk yang even the azer good, aku berpendapat bahwa sangat aku berpendapat itu sangat baik bahwa kita selalu bisa memiliki kontak dengan teman-teman. Even the azer good, does man immer contact with friend and heart. Begitu, Ibu. Oke deh. Okay.
Berarti ini saya tidak berarti Ya, bro. Nanti. okay, good. So, dan besprechen wir zusammen, ya. Okay, Nummer 1 für Beispiel. Carla Riemer sagt, das hat nicht praktisch denn. Okay, Nummer 2, bitte. Nomor 2, Nadika Horvat sagt, dass ein Kollege durch Posten seinen Job verloren hat. Okay, gut, danke, Frau Sierke. Nummer 2. Nadika Horvat sagt, dass ein Kollege durch Posten seinen Job verloren hat. Gut, Nummer 3. Nummer 3. Okay, bitte. Konstantin Burer findet es gut, dass man sofort viele Likes bekommen kann. Gut, danke. Nummer 3. Konstantin Bührer findet es gut, dass man sofort viele Likes bekommen kann. Okay. Nummer 4. Bitte, Herr Sefour. Dann ist der Meinung, dass man keine Foto von Kinderposter soll. Gut. Danke. Nummer 4. Ferdinand Weisensee ist der Meinung, dass man keine Fotos von Kindern posten soll. Gut. Nummer 5, bitte. Carla findet, dass manche Leute Foto immer an alle schicken. Okay, Carla immer findet es nicht gut. Ja, findet es nicht gut, Dass manche dass Leute. Leute Foto immer an alle schicken. Okay, gut. Carla Riemer findet es nicht gut, dass manche Leute Fotos immer an alle schicken. Okay, danke, Alex. Okay, alles klar für euch? Oh, ich habe eine Frage. Bitte? Nummer 1, apa ya tadi? Findet es. Nummer 1. Oh, sagt. Okay. Alles klar, Robin? Klar, Frau. Okay, gut. Okay, super. Okay. Selanjutnya, Übung 10. Übung 10. Übung 10. Welche Vor- und Nachteile sehen Sie beim Posten Fotos? Entschuldigung, beim Posten von Fotos? Was ist eure Meinung? Spricht in Gruppen. Oder ja, ihr könnt in diesem Raum sagen, ja? Okay. Hat jemand Idee oder möchte jemand etwas sagen? Was ist eure Meinung beim Posten von Fotos? Bisa digunakan ya kosakata yang ada di kotak rada mittelnya. Ich glaube, ich denke, und so weiter. Atau yang praktisch sein, wichtig sein, und so weiter. Silahkan. Salah satu aja yang atau dikerjakan semua. Oh, salah satu aja. Boleh pakai yang mana, kombinasi yang mana saja boleh. Silakan. If it is good, Ich finde es nicht gut. Ich finde es nicht gut, dass man zu viel privat. Oh, ini baca gimana sih, Bro? Private gitu ya, Bro? Atau private? Ya, genau, privates. Oke. Ich finde es nicht gut, dass man zu viel privates zeigt.
Okay, gut. Ich finde es nicht gut, dass man zu viel Privates zeigt, ja, zeigt, nicht zeigen zeigt. Okay, danke, Irma. Und? Und dann, wer Ich möchte finde probieren? Ich finde. interessant. Okay, ich finde es interessant, dass. Ich finde es interessant, dass man das Freunde aussehen können. Okay, ich finde es interessant, dass Frauen auch sehen können. Sehen kann. Okay, ich finde es interessant, dass Freunde oft sehen können. Auch sehen können. Gimana? Kan pakai Freunde, berarti plural, banyak orang. Dipakai können. Atau mau pakai Freund. Satu, tunggal, berarti pakai kan. Mau pakai yang banyak atau yang tunggal? Yang banyak loh. Kunden. Können, ya. Diulang ya. Ya, silakan. Ich finde es interessant, das Freunde auf sehr Kunden. Okay, gut, danke, Herr Servo. Ich finde es interessant, dass Freunde oft sehen können. Okay. Okay. Robin, möchtest du etwas sagen? Okay. Ich glaube, dass das Posten für Freunde sofort informieren können. Okay, ich glaube, dass das Freunde sofort informieren können. Das. Ah, okay, mungkin dasnya dihilangin satu ya. Jadi ich glaube, dass Freunde sofort informieren können. Jadi Okay. das yang kedua nggak usah, das yang bawah saja. Oke, Okay. danke, Robin. Good. Okay. Alex, oder Frau Siagian? Möchtet ihr etwas sagen? Okay, ich finde es gut, dass Freunde in Kontakt bleiben können. Okay. Ich finde es gut, dass Freunde in Kontakt bleiben können. Okay, gut, danke Alex. Prosiegen, bitte. Ich denke, dass Foto praktisch wichtig sein. Okay, ich denke, dass Das das okay, Fotos. ich denke, dass die Das Fotos praktisch praktisch und wichtig sind, ja. bisschen sehen. Okay, gut. Okay, danke, Frau Siegert. Okay, super. Okay, bevor wir unsere Klasse heute beenden, ich gebe euch Hausaufgaben für morgen, ja? Okay. Bitte öffnet Seite 35 aus dem Übungsbuch. Apa Prabu hubung Oda Kurs? Hubung. Übungsbuch, ja. Seite 35. 35. Pun IC 35. 35. Oke. Übung AA. Ah, A. Und dann seit Meine. ja, mit dem Thema meine Meinung ist, Übung 8a, welche Kommentare passen zu welchem Foto? Ordnen Sie zu. Die PR yang pertama, PR yang kedua, die zweite Hausaufgabe, bitte auf öffnet Seite 36, noch aus dem Übungsbuch, Übung 9a. Aha, und
9a. Genau, 8a und 9a. Okay, schon alles. Dua saja cukup ya. 9a. Terus besok kita latihan lagi, mungkin pakai word wall atau aplikasi lain buat does, komparatif, superlatif, gitu ya, biar tidak terlupa sebelum capital test. Tapi capital testnya tidak besok, mungkin kalau tidak Rabu berarti Kamis ya, kita lihat perkembangannya. Oke, okay, good. So, was haben wir heute gelernt? Superlatif. Superlatif. Das. Das jetzt. Oke, okay, good. Super. Oke, okay, so before we are unsere Klasse beenden, bitte gib mir ein Emoji von Reaction in diesem Zoom Meeting. Oke, okay. Ich zähle. Eins, zwei, drei. Oke, kita tunggu Arsefullah. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Ternyata sudah hilang. Oke, eins, zwei, drei. Alex, sekali lagi. Oh, sudah hilang. Aduh, lama ini. Yes. Oke, sekali lagi. Eins, zwei, drei. Hilang lagi. Ya, oke. Okay. Oke, hilang lagi nih kayaknya. Duh. Ya, udahlah. Seadanya saja. Oke, good. Danke für heute. Wir treffen uns wieder morgen. Guten Abend, gute Nacht, auf Wiedersehen. Vielen Dank, Frau. Danke. Ya, gerne. Nah, itu nanti saya kirim di grup. Auf Wiedersehen. Ketemu. Ya, bis morgen. Danke, Herr Sefullah. Saya mau nanya untuk hasil capital test yang kemarin itu apa gimana, Bro? Saya belum kirim, Bro, yang bab 2. Oh ya, karena mungkin. kemarin. Ya, mungkin bisa dikirimkan saja ya, Ibu. Saya belum sempat mengoreksi, nanti sekalian saja gitu. Oh gitu ya, Frau. Iya. Tangkap, Frau. Nanti Ya. saya kerjakan, Frau. Mas, tapi saya ini apa namanya sudah screenshot. Ya. 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 Nanti besok boleh ya, Pak? Saya kerjain soalnya udah mau ngantuk. Karena Ibu mungkin saya sebenarnya tidak harus dikerjakan, tidak apa-apa Ibu. Jadi itu kan hanya untuk refleksi diri saja gitu. Jadi kalau memang tidak apa-apa, nanti capital testernya yang baru dikerjakan bersama teman-teman. Oh, itu enggak ditambah maksudnya penilaian apa gitu enggak ya? Enggak ada. Enggak ada. Oh iya. Sedang ke Frau. Ya, bisa. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.